Also breiter angelegte demokratische Bildungsvorgänge sollten dem Prinzip folgen, dass sie den Menschen nicht irgendwie so einseitig oder verzerrt vorgefilterte Sichtweisen unterjubeln wollen, sag ich mal. Das ist das sogenannte Überwältigungsverbot, was der Beutelsbacher Konsens verkörpern soll. Also ich sag mal platt, dass ich nicht jemandem von 10 Möglichkeiten, die es gibt in einer Situation, 3 nenne, von denen ich denke, dass er damit keinen großen Schaden anrichten kann, und die anderen 7 verschweige ich ihm. Und dadurch stelle ich sicher, dass er keinen Schaden anrichtet, aber ich habe ihm die Wahl quasi unmöglich gemacht, also eine wirkliche Wahlorientierung, weil ich von 10 Optionen 7 unter den Teppich gekehrt habe. Also, wenn man den Beutelsbacher Konsens einhalten will, dann bedeutet es, wie ich es gern formuliere, freie Wahl für freie Wähler oder freie Wahlalternativenübersicht. Also alle Wahloptionen oder Informationen und Austauschmöglichkeiten, die zur Wahlfähigkeit wichtig sind, müssen dem Bürger, dem Wähler gewährt werden. Und es darf keine bevormundende Vorfilterung durch irgendwelche Autoritäten angemaßt werden. Genau, also da haben wir den BNE-Leuten gesagt, Leute, also wenn ihr hier wirklich ein breit für die Bevölkerung angelegtes, nachhaltiges Bildungskonzept, ein zukunftsfähiges Bildungskonzept haben wollt, dann ist das doch sehr ungünstig, wenn es solchen grundlegenden Demokratieprinzipien nicht entspricht, also sich da eigentlich gar nicht drum kümmert, sondern eigene Lieblingsmeinungen oder Lieblingsströmungen durchsetzt, ohne irgendeinen argumentativen Prozess, ja, einfach weil man das halt so machen will in seiner Willkür oder Selbstherrlichkeit. Ja, und ein anderer Anlass für die